Erste Schnupperstunde für Rufus. Der erst 10 Wochen alte Heideterrier ist ein Praktikant auf 4 Pfoten. An der Seite von Hundeführer Henrik Silaw soll Rufus zum Sprengstoffspürhund der Bundespolizei ausgebildet werden. 3 Jahre lang begleiten wir die kleine Spürnase auf dem Weg dorthin. Rufus soll den altgedienten Schäferhund Butch ablösen. Henrik Silaw will seinen Schützling vorsichtig an den Flughafen gewöhnen. Der könnte später zum Einsatzort werden. Wenn ich jetzt so eine Situation hier vorfinde, wo es relativ ruhig ist, mache ich einfach auch mal, dass ich den Hund auf was absetze und er sich frei bewegen kann. Ja? Fängt er auch schon sofort an, sich umzuschauen? Ja, bewegt sich sehr gut. Ja? Er ist neugierig, obwohl eine gewisse Höhe da ist. Der Hund zeigt keine Angst. Gar nicht so leicht für Butch. Alle Aufmerksamkeit bekommt nun Rufus. Sowas fördere ich, indem ich ihn dann auch mal körperlich lobe. Na? Dann helfe ich ihm. Setz ihn mal da drauf. Bleib. Gucken wir mal, ob er mir folgt. Bleib liegen. Das ist auch so eine Situation, wo man das nutzen kann. Ja? Der ältere Hund, geh hoch. Und der Kleine folgt ihm einfach. Also das ist jetzt quasi so Praktikum? Ja. Na? Er lernt am Verhalten des Hundes, dass jetzt ärgert er sich, dass er nicht direkt zu ihm kommt. Na, komm hier, Rufus. Rufus. Der Hundeführer ist stolz auf seinen kleinen Heideterrier, manchmal fast zu kleinen. Kleiner habe ich dich getreten. Beim Streifengang im Terminal ist er der Hingucker und Butch erst einmal abgemeldet. Der Praktikant soll vom altgedienten Spürhund lernen, wie es geht. Bundespolizeihauptmeister Henrik Silaw versteckt eine winzige Menge Sprengstoff. Die reicht, um Butch auf die Fährte zu bringen. Das Training, eine Kleinigkeit für den erfahrenen Schäferhund. Sprengstoff suchen und anzeigen, genau das soll später Rufus' Job werden. Wenn der Hund Sprengstoff anzeigt, dann muss er den Gehorsam haben, dass ich ihn davon wegrufen kann. Obwohl der Trieb für Belohnung stärker ist und man ihm eigentlich beibringt, am Sprengstoff zu bleiben, ja, ihn anzuzeigen, muss er, wenn er Sprengstoff gefunden hat, dann muss er das trotzdem zu mir kommen, und weil ich muss ihn aus dem Gefahrenbereich retten. Aber letztendlich bleibt vielleicht doch im Hinterkopf, es ist schon Lebensgefahr für ihn. Ja. In meinem Hinterkopf, meinen Sie? Ja. Sicherlich, also man bindet sich an so einen Hund natürlich auch. Man hat eine enge emotionale Bindung. Und man guckt natürlich, dass seinem Hund nichts passiert. Zu Hause bei Henrik Silaw. Seine Diensthunde leben mit ihm und seiner Lebensgefährtin unter einem Dach. Butch, Vorsicht, langsam. So richtig Feierabend gibt's dann eigentlich nicht, oder? Doch, also wenn es mir reicht, setze ich der ganzen Sache dann auch ein Ende. Denn das ist meine Wohnung und kein Spielzimmer. Natürlich gibt es Grenzen, ne, für die Hunde. Und schlichten muss man auch zwischendurch mal, oder? Ja, ich muss gucken, dass das nicht ausartet hier. Ne? Weil Butch steht natürlich in der Rangordnung über den Kleinen. Und da achte ich schon drauf, dass der Kleine, also da, dass das nicht in irgendeinen Rangordnungskampf nachher geht. Oder ist das Spielzeug kaputt? Gehen wir jetzt gleich. Butch! Butch, bitte. Butch, Butch. Hey! Der 51-jährige Polizist hat im Hundesport fast alles erreicht. Jeder Hund war für ihn wie ein Familienmitglied. Ja, das ist eigentlich mein erster Diensthund gewesen. Das ist der Baxter. Der Hund ist 16 Jahre alt geworden. Das bedeutet natürlich auch, dieser Hund hat mich seit seinem ersten Lebensjahr begleitet. Also 15 Jahre war dieser Hund bei mir. Das ist eine Menge an Jahren. Dadurch hat man zu so einem Hund natürlich auch eine ganz enge Bindung. Ja? Wenn so ein Hund von einem geht, dann
und einem bewusst wird, dass 15 Jahre rum sind, das ist emotional doch etwas, was auch sehr weh tut. Zeit für einen Spaziergang für die Hunde-WG. Dann endlich ist auch Rufus reif für die Couch. Jetzt könnte man ja meinen, das ist so typisch so ein Schmusehund, aber es bleibt noch ein Diensthund, ne? Ja. Ja, wobei das ja jetzt kein Schutzhund ist, sondern ein Sprengstoff-Spürhund werden soll. Und die dürfen schon richtig verschmust sein, das ist schon in Ordnung, ne? Loben, streicheln, das gehört bei jedem Hund dazu, auch selbst bei einem Schutzhund. Wenn er in seiner Familie ist, wo er gehalten wird, muss er auch seine Streicheleinheit bekommen, jeder Hund. Also das ist notwendig. Das bindet ja auch. Ja. 2 Monate später, erste Begegnung mit einem Flugzeug. Ja, hier mache ich so eine Art Gewöhnung heute mit dem Hund. Das heißt, ich bin mal auf dem Vorfeld, hier ist Fluglärm, ja, das Flugzeug, was hier abgestellt ist, die Turbine macht Geräusche, dass der Hund sich einfach daran gewöhnt, dass das nichts Schlimmes ist. Dann gehe ich mal die Treppe hoch zum Flugzeug, einfach, dass er die Situation auch kennenlernt. Hier hat er auch ein gewisses Höhenerlebnis, wenn man sich sieht, muss man hier aufpassen, dass man nicht runterfällt, ja, deswegen habe ich ihn auch in der Leine, sichere ihn ein bisschen ab, ja. Dass er einfach auch lernt, dass eine Höhe nichts Negatives für ihn bedeutet. Ja? Schau dir mal um, wo du bist. Erste Mal im Flugzeug. Heideterrier sind Jagdhunde, klein, wendig, verspielt. Beste Voraussetzungen für einen Spürhund. Henrik Silaf suchte ihn aus einem Wurf von 12 Welpen aus. Rufus fiel ihm sofort auf, weil er besonders pfiffig war. Normalerweise werden bei der Polizei große Hunde ausgebildet, vor allem Schäferhunde. Für Rufus brauchte Henrik Silaf deshalb grünes Licht von seinem Vorgesetzten. Das hat er bekommen. Und jetzt ist der Terrier auf dem besten Weg, der kleinste Sprengstoffspürhund Deutschlands zu werden. Ja, klasse, wie der das so macht, ne? Echt, der Hund ist ein Hammer. Also ist doch schon ganz schön weit, der Rufus. Ja, also wie er die Nase einsetzt und hier war er noch nie und wie er dieser ganzen Sache gewachsen ist und wie selbstsicher er das macht, mit welcher Ruhe und Gelassenheit trotzdem. Also toll. Suchstoff. Der erfahrene Polizeihund bewegt sich im Einsatz ganz anders. So, da sieht man den Unterschied mal jetzt von der Größe her, ne? Wie sich so ein Hund schwer tut. Ja, der muss über die Sitzreihe zurückgehen. Er hat da seine eigene Technik entwickelt. Deswegen wollte ich unbedingt was Kleines haben. Also da sieht man schon im ganzen Verhalten wahrscheinlich die Erfahrung. Ja, muss der Kleine noch machen, wobei ich mir sicher bin, der Kleine macht das. Der wird es nachher leichter haben als er, aufgrund der Größe. Ja? Wie lange wird Butch dann noch im Dienst sein? Ich hoffe, dass er gesundheitlich noch ein Jahr durchhält jetzt. Dann habe ich den Kleinen einsatzbereit und dann kann er in die wohlverdiente Pension gehen. Und die wird aber dann auch zu Hause unter einem Dach mit Rufus dann sein, genau. Die Pension? Genau. Also bis zur letzten Stunde wird er bei uns sein. Rufus, komm. Butch. 6 Monate später. Praktikant Rufus ist ein knappes Jahr alt und ausgewachsen. Heute ist Musterung. Rufus muss zu einer Art Einstellungsuntersuchung, die letzte Hürde vor der Ausbildung zum Sprengstoffspürhund. Heute ist ja der große Tag. Wie viel hängt denn jetzt an diesem Tag? An diesem Tag hängt eine Menge. Das ist heute entscheidend, ob das letzte Jahr umsonst ist oder ob wir gut investiert haben. Vor allen Dingen ich an Zeit und Zuwendung, um ihn auf den Dienst vorzubereiten. Wenn er die ärztliche Untersuchung geschafft hat und alles ist positiv verlaufen, dann haben wir es geschafft. Und wenn nicht? Und wenn nicht, ja, dann sieht es so aus, dass ich für mich persönlich eine Entscheidung treffen muss. Eigentlich stehe ich dann vor der Alternative, mich von diesem Hund zu trennen oder ihn zu behalten, was dann aber bedeuten würde, dass ich als Diensthundeführer aufhören müsste.
Das wäre aber bitter, ja, oder? Das wäre bitter für mich, klar. Aber dieser Hund ist uns so ans Herz gewachsen, dass eine Trennung da gar nicht in Frage kommt. Hallo Rufus. Sie wird am Ende das Urteil fällen, Tierärztin Diana Schröer. Hallo Mäuselein, dann wollen wir dich mal anschauen. Worauf kommt es denn jetzt an? Wonach gucken Sie? Es wird erstmal der Hund im Allgemeinen untersucht. Das heißt, wir schauen uns alle Sinnesorgane an. Wir untersuchen den Atmungsapparat. Wir werden ihn abhören, aber ich werde das jetzt einfach mal dokumentieren. Ja? Ist gut, ruhig. Hallo Mäuschen. So, alles gut. Als erstes schaue ich mir die Augen an und die Schleimhäute. Die sehen aber sehr gut aus bei ihm. Ist gut, Mäuschen, ist gut. Ja, bisschen viel heute, ne? Sehr viel Aufregung für dich. Hm? Rufus. Nee, Ohren sind auch absolut in Ordnung. Da gibt es nichts zu beanstanden. In diesen Momenten gehört der Hundeführer einfach dazu, dass man ein bisschen Vertrauen geben kann, ne? Rufus wird auch heute und heute noch geröntgt werden. Dazu ist allerdings eine Narkose nötig. Das muss man durch, ne? Schon passiert, siehst du. Hast du gar nichts gezeigt. So. Dann wird er gleich ein bisschen müde werden. 10 Minuten circa dauert das, ne? Ja, okay. Komm her, richtig hin. Ist gut. Richtig hin, komm. Das ist auch ganz normal, dass ein Hund versucht, sich dagegen zu wehren. Das ist ja eine Situation, die er nicht so kennt, ne? Er weiß jetzt ja nicht, versteht er nicht, warum er jetzt, warum es ihm schwummerisch wird. Ich dann schon mal mit rüber. Man muss natürlich auch wissen, so eine Narkose ist immer mit einer gewissen Gefahr verbunden, ne? Es besteht ja auch immer Gefahr, dass ein Hund nicht wieder aufwacht aus der Narkose. Rufus schläft mit offenen Augen. Das Ärzteteam nimmt die Röntgenbilder genau unter die Lupe. Ein Beruhigungsmittel könnte jetzt wohl auch der Bundespolizist gut gebrauchen. Er wartet angespannt auf das Ergebnis, während Rufus seinen Betäubungsrausch ausschläft. Jetzt kann man auch nichts ändern, ne? Jetzt kann man nichts machen, ist wahrscheinlich gerade Nein, deswegen. Man auch, ist ne? ganz hilflos, ne? Aber mehr macht man sich Sorgen um die Narkose, dass die gut übersteht, so, ja, dass alles gut läuft. So, dann besprechen wir einmal die Röntgenbilder. So, wir beginnen mit dem Ellenbogen auf der linken Seite. Da gibt es jetzt nichts, was in irgendeiner Form nicht in Ordnung wäre. Schön. Ne? Alles eine gute Nachricht. Ja, also ich kann nur sagen, auch gesundheitlich, so wie sich das wohl auch bei ihm vom Wesen her zeigt, ist er absolut geeignet für diesen Job. Da steht gesundheitlich wirklich nichts im Wege. Ne? Klasse, schöne Nachricht. Echt, ja. Freut man sich, sowas zu hören. Wie groß ist die Erleichterung? Ja, ich habe mit keinem schlechten Befund gerechnet, aber man ist ja doch ein bisschen angespannt. Aber schön, wenn man es natürlich heute noch mal richtig bestätigt bekommt. Ich freue mich. So, dann wollen wir das auch bescheinigen. Rufus wird gleich aufwachen, aber Herrchen wird wahrscheinlich heute besser schlafen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das Schlimmste war heute eigentlich für Rufus, dass er heute Morgen nichts zu fressen gekriegt hat. Das war nicht die einzige Veränderung für ihn heute Morgen im Ablauf. Aber man hat eben angemerkt, dass diese Veränderung eben doch ungewöhnlich war für ihn. Also für beide ein großer Tag. Ja. Ja. Wir mussten ihn dann so ein bisschen ablenken, weil er hat gesagt, was ist hier, stimmt auch was nicht. Ja? Okay. Aber jetzt ist alles in Ordnung. Jetzt ist alles gut. Jetzt will ich nur wieder. Komm, muss nur durch ein bisschen durcheinander. Ja. Komm her, mein Freund. Bist du am Hause? Ja. Alles gut. Alles gut. Hast du gut überstanden? Ja. Na, wird schon gut. Ja? Ja, du bist noch nicht ganz so alt, ne? Wenige Wochen später. Rufus gehört zum Polizeiaufgebot beim Besuch des Bundespräsidenten in Düsseldorf. Einsatzleiter Sven Mewes zeigt sich aufgeschlossen. Heute habe ich gerade gehört von unserem Hundeführer, das erste Mal, dass er bei einem Staatsbesuch eingesetzt ist. Von daher wird es auch für ihn, denke ich mal, was ganz, ganz Besonderes sein. Und ja, ich hoffe, dass er den Auftrag bewältigen kann und uns dann entsprechend gut unterstützen kann.
So ein Staatsbesuch ist die Sprengstoffkomponente Suchhund sicherlich extrem wichtig. Also im Rahmen der Sicherheit des Staatsoberhauptes ist es sicherlich gut, dass wir da sind. Für Henrik Silaw geht es darum, Rufus an einen Einsatz dieser Art heranzuführen. Die beiden fahren genau an die Stelle, wo das Staatsoberhaupt die Maschine verlassen wird. Ja, hier wird der Bundespräsident gleich aussteigen. Ja. Falls wir nachher gebraucht werden, kann ich Ihnen das schon mal zeigen. Weil ich würde ihn dann nachher gern mitnehmen mit dem Butsch, wenn irgendwie ein Einsatz sein sollte. Die letzten Vorbereitungen für den hohen Besuch. Auch Rufus scharrt schon mit dem Pfoten. Jetzt soll er noch eine Lektion in Sachen Benehmen bekommen. Alle stehen schon in Reih und Glied. Naja, fast alle. Bleib! Ja, Geduld ist jetzt nicht so die Stärke der beiden. Ja, vom Butsch schon. Für Rufus ist das natürlich schon was Aufregendes hier. Ganz viele Autos, viele Leute, Geräuschkulisse. Ja, wie gesagt, er hat ja Feuer im Hintern. Ja? Die Wagenkolonne des Staatsoberhaupts rollt heran. Der Bundespräsident ist angekommen. Jetzt heißt es auch für die Polizisten auf vier Pfoten, habt Acht. Geschafft. Der Bundespräsident ist durch, die Tür geht jetzt hinten hoch bei der Präsidentenmaschine. Kann man jetzt zufrieden sein mit Rufus? Hast du dich gut geschlagen? Doch, dafür, dass das schon, sag ich mal, von den Umweltreizen her schon auch eine Belastung sein kann für den Hund, hat er das gut gemacht, aber ich habe da auch nie dran gezweifelt. Also Bewährungsprobe bestanden. Bewährungsprobe bestanden. Ein guter Tag für Rufus und für seinen Hundeführer. Damit endet Rufus' Praktikum. Jetzt stehen Monate harte Arbeit vor ihm, die Ausbildung. Die absolviert Rufus mit Hundeführer Henrik Silaw im niedersächsischen Bleckede. Dort ist die Hundeschule der Bundespolizei. Eine erste Übung. Rufus muss den weggeworfenen Gegenstand im Gelände suchen und bringen. Die Schwierigkeit bei dieser Aufgabe ist, dass ein Hund nicht dreidimensional sehen kann und Entfernung dadurch nicht schätzen kann. Na, deswegen muss der Hund die Nase einsetzen. Das gleiche nochmal. Und bevor du den Hund schickst, drehst den Hund einmal, dass er die Richtung nicht weiß. Dann gibst ihn frei. Dieselbe Übung nun verschärft. Ausbildungsleiter Michael Kempf will den Orientierungssinn des Terriers testen. 4 Monate sind Rufus und sein Herrchen hier. Von montags bis freitags, von morgens bis abends gibt es einen vollen Stundenplan im Ausbildungsprogramm. Diese Übung im Freien ist nur eine von sehr vielen. Der Ausbildungsleiter ist zufrieden und Herrchen begeistert. Gut, komm. Die beiden sind schon jetzt ein gutes Team. Henrik Silaw hofft natürlich, dass Rufus tatsächlich alle Prüfungen schafft. Sein Vertrauen in den Hund ist groß, seine Liebe auch. Ich habe mich immer zu Hunden hingezogen gefühlt, weil das einfach ein Lebewesen ist, was zu mir gut passt. Aber Kindersatz, nein. Hundeführer-typische Gefühle. So, das hat nichts mit jetzt Papa, Mama zu tun oder so, sondern das hat einfach damit zu tun, dadurch, dass er so klein ist und so diesen Niedlichkeitsfaktor hat, verzeihe ich ihm eher mal was, was ich einem anderen Hund nicht so verzeihen würde. Rufus soll später auch vor großen Fußballspielen zum Einsatz kommen. Zum Beispiel in Fanbussen nach verbotenen Feuerwerkskörpern suchen. Daher gehört das Aufspüren von Pyrotechnik zur Ausbildung. So, Henrik, ich habe hier 2 Stangen Pyrotechnik drin, Schwarzpulver, das weißt du ja. Lässt du den Hund ein paar Mal drauf einbeißen, wirft es mal ein paar Mal kurz weg und dann so, dass es der Hund nicht mehr sieht, über die Nase zum Erfolg kommt. Okay. Ja. Hier, aus. Aus. Und nochmal einbeißen. Oh. Gut. Gut. Aus. Help! Help!
Hey, Thea, klasse! In der Hundeschule sind Henrik Silaf und Rufus meist getrennt. Zwinger statt Sofa. Eine schwere Zeit. Endlich. Der erste Tag der Abschlussprüfung. Mehr als 16 Wochen Training liegen hinter den beiden. Weder Hund noch Herrchen wissen, wo in diesem Raum die Sprengstoffspuren versteckt sind. Im Ernstfall würde der Hundeführer genau wie jetzt vorangehen und nach verdächtigen Gegenständen suchen. Ich mache das natürlich auch, um mich und den Hund im Vorfeld zu schützen. Bleib. Ich versuche so wenig wie möglich zu berühren, um den Hund nicht an ein Objekt ranzubringen, mit meinem eigenen Geruch. Sitz. Suchstoff. Unter den strengen Augen des Ausbildungsleiters geht's an die letzte Aufgabe der Abschlussprüfung. Rufus muss den Sprengstoff nicht nur in geringster Dosis erschnüffeln, er muss ihn auch anzeigen, indem er sich am Fundort völlig regungslos hinlegt. Das ist wichtig, damit er im Ernstfall keine Explosion auslöst. Der Hund kam in der Grobsuche zu dem Schreibtisch, wo die Pyrotechnik versteckt ist, hat sicher angezeigt, passiv, besser geht's nicht. Er hat bestanden, ja. Ja, stolz auf dich. Ja. Der Hund ist keine Maschine, ist ein Lebewesen und der ist auch nicht jeden Tag gut drauf. Aber aufgrund der Dauer der Ausbildung, aufgrund der Dauer der guten Ausbildung hier, habe ich eigentlich mir da nie groß Sorgen gemacht, dass das irgendwie in die Hose gehen konnte. Und ich freue mich jetzt darauf, mit ihm auch in den aktiven Dienst zu gehen und endlich zu arbeiten. Ja, ist gut. Ja, ist gut. Ja. Endlich der erste reguläre Einsatz des Sprengstoffspürhunds Rufus in der Villa Hammerschmidt in Bonn. Geht gleich los. Den Hausherrn, Bundespräsident Joachim Gauck, kennt Rufus quasi ja schon. Jetzt trägt der Polizeihund Uniform, maßgeschneidert. Bleib mal ruhig, sitz. Da wir eine Kennzeichnungspflicht haben von Diensthunden, war das Problem, diese Kenndecken, die gibt es nur in der Universalgröße für Schäferhunde, Malinois und sonst gebrauchsüblich für Gebrauchshunde. Und das ist eine Spezialanfertigung jetzt für ihn, weil er natürlich von der Größe her da nicht mithalten konnte. Ja? Und deswegen haben die das jetzt speziell für ihn anfertigen lassen, damit er auch eine Kenndecke hat. Er war zwar vorher schon Diensthund, aber jetzt ist er auch optisch ein Diensthund. Rein geht es in die Villa. Der Terrier ist kaum zu bremsen. Na, nicht sofort. Langsam. So, stopp. Bevor der Bundespräsident kommt, hat Rufus den Auftrag, die Villa Hammerschmidt zu durchschnüffeln. Jetzt hat der Hund natürlich diesen Raum abgespürt. Und jetzt muss ich ihn ja irgendwann auch mal belohnen, dass er weiß, dass seine Arbeit nicht irgendwie sinnlos ist. Jetzt verstecke ich eine Probe, so dass er es nicht mitkriegt, wo ich es verstecke. Lass ihn suchen und dann kann ich den Hund bestätigen, wenn er es gefunden hat. Mach mal Platz. Nein, ruhig. Wenn hochrangige Politiker Schutz brauchen, dann kommen die beiden zum Einsatz. Bundesweit. Vom Bundeskanzler bis Bundeskanzlerin, von Bundespräsident zu Bundespräsident. Ihm ist es allerdings egal, für wen er das macht. Er macht es für mich. Ja. Ich denke, dass ich beeindruckter bin als dieser Hund. Sit. Ja, ja, es geht los. Hallo, was habt ihr? Flughafen Düsseldorf, nächster Einsatz. Sicherheitskräfte haben einen Sprengstoffspürhund angefordert.
In einem Gepäckstück wurden verdächtige Kabel entdeckt. Erst checkt Hendrik Silav die Lage. Rufus, Rufus, Platz, bleib. Bewegt worden ist es, ne? Dann kommt Rufus. Sitz. Sitz. Sauerstoff. Komm hier. Rufus. Hier. 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 Gut. Komm her. Komm her. Platz. Hund zeigt nichts an. Beim Röntgen hat man festgestellt, dass eine gewisse Masse da ist und Kabel und auf jeden Fall verdächtiger Gegenstand. Und zur Entscheidungshilfe des Einsatzleiters hier vor Ort wurde ich als Hundeführer gerufen, um diese Tasche noch mal abzuspüren, bevor sie manuell geöffnet wird. Einfach damit der Einsatzleiter auch die Sicherheit hat, wenn ich da jetzt rangehe, die Wahrscheinlichkeit, dass was passiert, ist ja relativ gering. Nochmal 6 Monate später, Rufus ist jetzt 3,5 Jahre alt. Auch als ausgebildeter Polizeihund muss er regelmäßig trainieren, heute im Team mit 5 anderen Diensthunden. Vor allem die Sprengstoffsuche im Flugzeug wird immer wieder geübt. An die Fächer fürs Handgepäck kommt Rufus nicht ran. Jetzt das überbrücken wir, indem ich ihn einfach hochhebe. Ja? Also kann ich mit dem Hund in jeder Situation arbeiten. Das Schöne ist, ich kann ihn ja sogar reinsetzen. Das können Sie mit dem Schäferhund gar nicht machen. Ja, klasse. Und da hat er auch keine Angst? Der ist jetzt ein bisschen beeindruckt, aber das macht nichts. Da muss er sich dran gewöhnen. Ne? Und jetzt kommt eine Vertrauenssache. Komm her. Komm. Ja, jetzt muss er die Höhe überwinden. Ich mir vertrauen, Schulter. Fein, gut. Das macht er ja. Richtig. Sind wir beide zusammengewachsen, mit dir und Hund? Naja, wir sind zusammen seit seiner 8. Lebenswoche. Ne? Also, jetzt ist er mittlerweile 3,5 Jahre alt. Also das ist schon eine enge Bindung. Also unzertrennlich, kann man fast ja, sagen. Ja, natürlich. 24 Stunden am Tag bei mir. Na? Ja, glücklich. Ja, Christo, komm her. Da. Na? In 3 Jahren hat Rufus viel dazugelernt. Vor allem Disziplin. Und trotzdem. Rufus wäre nicht Rufus, wenn er zu Hause dann nach Hause käme und wäre sofort Ruhe. Dieser Hund ist nur ruhig, wenn ich auch ruhig bin. Das heißt, lege ich mich auf die Couch, legt der Hund sich auch auf die Couch. Solange ich da nicht liege, ja, ist das für ihn nicht so einfach. Der ruhelose Rufus ist angekommen im Kreise seiner Kollegen bei der Bundespolizei. Zwar der kleinste, aber irgendwie ein ganz großer.